Willkommen zu Brand Damage, mein Name ist Chris, das hier sind die Musik-News und Freunde, bevor wir mit den News loslegen, würde ich euch gerne einladen zu einem Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet, denn am 28.12. spielen wir zusammen mit Norowon und mit The Journey Back in Ludwigsburg im Forerunners. Checkt das auf jeden Fall aus, kommt gerne vorbei. Natürlich würden wir uns übelst freuen, wenn wir den Laden voll bekommen, also checkt doch ganz gerne mal den Link in der Videobeschreibung, da gibt's die Tickets. Kommt vorbei. Wir legen aber los mit den Tour-Updates und fangen an mit KIZ, denn die haben ihr nur für Frauenkonzert angekündigt und das findet am 8.3.2025 in der Barclays Arena in Hamburg statt. Und wie auf der Ticketseite stand, inklusive Frauen, Transfrauen, Cis-Frauen, Interpersonen und nicht-binäre Menschen. Ich hoffe sehr, dass es nicht zu viele Dudes ausnutzen werden und einfach sagen, ja okay, ich gebe mich jetzt halt einfach so, damit ich aufs Konzert kann. Das wäre ziemlich asozial. Das Konzert ist bereits ausverkauft. The Last 10 Seconds of Life haben 8 Konzerte vom Zeitraum Januar bis März 2025 angekündigt. Hollywood Undead spielen am 21. November in Leipzig. Das Ganze werden sie so im Rahmen von ihrer Tour mit Falling in Reverse noch machen. Beatsteaks, ordentliche 17 Konzerte von Mai bis Oktober. Click Click Decker mit 10 Konzerte im Oktober 2025. Die Pixies spielen 3 Konzerte im Mai. Iron Maiden mit 8 Konzerten im Juli. Thes Uhlmann spielt 5 Nights at the Opera vom 3. bis 7. Januar 2025 in Hamburg und Provinz haben 9 Konzerte für den Juni 2025 angekündigt. Bei den Festivals schauen wir Richtung Impericon Festival. Die haben eine neue Bandwelle veröffentlicht und die ist schon, also würde ich schon sagen, ist ein bisschen sexy. Die Donuts, meine Boys von TBS, Imminence, Kanonenfieber und Bury Tomorrow. Das Full Force Festival wird im Jahr 2025 nicht stattfinden, sondern wird nächstes Jahr eine Pause einlegen und erst wieder 2026 zurückkommen. Der Grund, das Festival kann unter den aktuell gegebenen Umständen nicht den Fans gerecht werden. SYF haben ihre EP The World Is Yours als physisches Release angekündigt. Das Ganze wird im Januar auf 7 Zoll Vinyl. Musiknews aufnehmen direkt nach dem Aufstehen ist immer so eine Sache. Auf 7 Zoll Vinyl. Denn so heißt es. Bei Tante Gorilla erhältlich sein, kann für vorbestellt werden. Außerdem spielen Provinz im Juni eben nicht nur diese Tour, sondern es kommt auch ein neues Album raus. Das wird am 21. Februar 2025 erscheinen, Pazifik heißen und gibt's auch in einem schönen Bundle, unter anderem auch mit Tickets, Vinyl, CD, Hoodie. Volles Programm. Nachdem ich letzte Woche davon berichtet habe, dass Taylor Swift ihren Support für Kamala Harris gezeigt hat, war das letzte Woche oder vorletzte Woche. Zeit ist gerade aktuell so ein Ding. Glaub letzte. Haben nun auch andere Sternchen der Musikwelt nachgezogen und ihren Support gezeigt. Darunter Billie Eilish, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Katy Perry und viele mehr. Das wird dem kleinen, dicken, orangenen Mann wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Der wird jetzt auch zu Hause sitzen und denken, you know, Billie Eilish, Beyoncé, Katy Perry, Olivia Rodrigo, not my kind of music, I much rather prefer Kid Rock. Ja. Die Band Veil of Maya hat angekündigt, eine Pause einzulegen und die eigentlich geplanten Konzerte und Festivals nicht zu spielen. Sie entschuldigen sich bei ihren Fans, allerdings ist diese Pause laut ihrer Aussage dringend nötig. Wenn es sich für sie richtig anfühlt, werden sie sich auch wieder mit Informationen melden, wie es weitergeht. Und auch in dieser Woche reden wir nochmal über das Linkin Park Comeback und auch in dieser Woche ist jemand aus Chesters Familie nicht gerade happy darüber. Chesters Mutter Susan Eubanks hat in einem Rolling Stones Interview erzählt, dass sie, wie auch alle anderen, von dem Linkin Park Comeback über das Internet erfahren hat. Sie sagte in dem Interview, dass man ihr damals versprochen habe, dass man sie informieren würde, sollte es mit der Band weitergehen. Allerdings hat man sie jetzt nicht informiert, dass es mit der Band weitergeht. Außerdem soll auch laut ihr vor vielen Jahren Mike zu Chester gesagt haben, sollte er mal die Band verlassen, würde man ihn mit einer Frau ersetzen. Außerdem ist sie der Meinung, dass man mit Emily keine Songs performen sollte, die von Chester ursprünglich gesungen worden sind. Sollten die ersten Punkte stimmen, ist es natürlich extrem schade, dass sie nicht informiert worden ist, obwohl die Band ihr das versprochen hat. Die Sache mit Mike und Chester, ich weiß nicht, das klingt total krass, aber ich war nicht dabei, niemand war dabei, niemand wird wissen, was in diesem Gespräch gefallen ist, aber die Information habt ihr jetzt mal. Zu dem letzten Punkt, dass man mit Emily keine Songs performen sollte, die Chester ursprünglich gesungen hat. Ich persönlich finde das ein bisschen idiotisch, weil die Band ist nicht Chester gewesen. Es ist immer noch tragisch, dass das passiert ist, aber Linkin Park ist nicht Chester Park. Vor allem, weil viele der Songs auch aus der Feder von Mike stammen. Ich weiß nicht, ich finde das zu verlangen
bisschen schwierig, aber auch hier, wie letzte Woche gesagt, aus der direkten Familie von Chester ist das natürlich nochmal mit ganz anderen Emotionen verbunden. Aber wir kommen zum Hauptthema, Triggerwarnung, ungefähr alles. Und wir kommen zu einem Thema, das vielleicht eins der größten Themen der Musikwelt werden könnte, nämlich zu P. Diddy. Es ist kaum möglich, hier wirklich alles reinzubringen, weil hier gefühlt im Minutentakt neue Informationen kommen. Wenn ihr aber ein komplettes, ausführliches Video über diese gesamte Thematik sehen wollt, dann warten wir noch so 1, 2, 3 Wochen. Bis da mehr zusammenkommt und dann schreibe ich mal ein richtiges, ausführliches Skript zusammen. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, P. Diddy wurde verhaftet. Aber warum? Sexhandel, Erpressung, Gewalt, Spiking, Misshandlung und. Und nicht nur gegen erwachsene Frauen, sondern auch gegen erwachsene Männer und auch Minderjährige. Laut einigen Aussagen geht das Ganze sogar bis zu sehr jungen Minderjährigen. Also wir reden hier von Kindern. In seiner Villa wurde bei einer Razzia 1000 Flaschen Babyöl gefunden, mehrere hundert Nachbildungen des männlichen Geschlechtsteils, außerdem ein Spielraum, der so viele Kameras hatte, dass wirklich jede Ecke des Zimmers abgefilmt worden ist im Endeffekt. Er hat sogenannte Freak-Off-Partys gefeiert, die wohl auch über mehrere Tage gingen. Und hier wurden auch Opfer zu Handlungen gezwungen, während er das Ganze gefilmt hat und dann währenddessen sich selber so ein bisschen, you know. Diese Aufnahmen hat er dann als Druckmittel gegen die Opfer zur Erpressung benutzt. P. Diddy wollte hier die Untersuchungshaft ein bisschen umgehen und man hat so dem Gericht angeboten, ey, 50 Millionen hier auf Kaution, gib ihm. Außerdem hier eine Fußfessel, dass man immer so sieht mit GPS-Tracker, wo er sich befindet. Keine Frauen und keine anderen Menschen dürfen mehr an seine Villa. So basically Kontaktabbruch zur kompletten Außenwelt. Und vor Gericht hat man dann gesagt, nö, du kommst schön in Untersuchungshaft. Und das ist ja auch der Punkt. So, das ging nicht mal darum, dass er komplett freigelassen wird. Das ging nur um die Untersuchungshaft bis zu seinen Gerichtsterminen. Das war alles geboten, über 50 Millionen, nur damit er nicht in Untersuchungshaft muss. So, die Gerichtsverhandlungen und die spätere Haftstrafe, die definitiv kommen wird, die ist ja dann trotzdem noch dabei. Inzwischen befindet er sich auch auf einer Suicide-Watchlist. Das Ganze geht so tief, dass hier Betroffene unter anderem ein minderjähriger Justin Bieber und auch ein minderjähriger Usher sein sollen. Aaron Carter wollte angeblich vor seinem Tod P. Diddys Taten leaken. Und dann ist er aber plötzlich verstorben. P. Diddy soll laut Aussagen genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer wie Jeffrey Epstein sein. Das Ganze geht sogar so tief, dass P. Diddy hauptsächlich verantwortlich sein soll für die Ermordung an Tupac Shakur. Und das sind auch schon Gerüchte, die seit den 90ern da sind. Und das ist halt auch so ein Punkt, auf diese Tatsache wird jetzt ganz anders geschaut, wie auch auf viele, viele Videos aus Interviews der letzten 20, 25 Jahren. Ja, wenn man das Ganze so weiß, dann sieht man das ein bisschen mit anderen Augen. Das Ganze geht so dermaßen tief und hier sollen so viele Leute involviert sein, dass Leute davon ausgehen, dass das zum Zusammenbruch der Musikindustrie führen könnte. Holy shit. Ey, was dieses Jahr passiert, ganz ehrlich, so ich WZF. Aber Freunde, das waren die Musiknews von dieser Woche. Diesmal müssen wir leider mit einem sehr negativen Thema beenden. Ich habe nichts Positives zum Schluss. Außer vielleicht, dass ihr zum Auftritt von uns kommen könntet in Ludwigsburg. Kommt gerne vorbei, wird uns mega freuen. Ey, nur für euch covern wir vielleicht noch was für Linkin Park. Das wäre doch geil, oder? Ansonsten könnt ihr natürlich dieses Video sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.